Seit vielen Jahren liebäugle ich mit diesem Teil hier, mit diesem Campingbeil, ja, von Fox aus Italien. Wenn du wissen willst, was dieses, ja, doch sehr feine und schöne Stück kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labote. Schön, dass du dabei bist. Lederscheide ist bei dieser Camping-Axt dabei. Sie wird schön gesichert. Da sitzt auch alles bombenfest drinnen. Das kann ich gleich einmal dazu sagen. Das ist mir gleich aufgefallen. Ich habe das Ding jetzt ein paar Wochen da jetzt bei mir schon liegen. Aber das passt alles. Das ist alles in bester Ordnung. Gut. Dann zur Scheide selbst, ja. Bevor wir dann auch ein bisschen arbeiten und hacken. Gut verarbeitet. Das Leder ist durchaus stark. Es gibt Lederscheiden, die noch besser sind. Aber es gibt auch viele, die viel schlechter sind. Zum Beispiel die Cold Steel Scheide, die ich schon einmal vorgestellt habe, bei unterschiedlichsten anderen Produkten, wie zum Beispiel bei Cold Steel, bei dieser Spätzner Schaufel, dass es mir einfällt, gibt da bei Iden Link. Die ist in Ordnung, aber die hier ist besser, einfach qualitativ her. Das merkt man einfach, das ist echtes Leder, das ist super. Es gibt auch hier einen Gürtelschlaufe dazu. Das Thema dabei ist, ich glaube, dass das links und rechts gleichermaßen geht. Jedoch ist halt dann der Verschluss entweder oben oder unten. Das musst du bewusst sein. Ob das ein Problem ist, ich kann es nicht sagen. Denn was wir gleich einmal ausprobieren werden jetzt gemeinsam, ist, ob das wirklich links- und rechtshänder geeignet ist. Schauen wir mal. Okay, jetzt oben passt. Und unten genauso. Das liegt dann an dem symmetrischen, ja, Blatt. Das ist alles okay. Das geht einmal alles super. Das ist schön gemacht. Ist einmal Daumen nach oben. Gut, dann der Griff. Das Ganze ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein Nussholz. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Wer verwendet ein Nussholz? Zumindest schaut es so aus, wenn ich es anschaue. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das nicht irgendwas anderes ist und nur gefärbt ist. Auf jeden Fall greift sich sehr gut an. Ist ein Handschmeichler. Auch hier unten dieser Ansatz, das ist alles schön gemacht. Das fällt dann schön rein, wenn wir dann alles testen. Es ist Stainless Steel, ja, das steht auch schön drauf. Ist hier irgendwie verschweißt oder vernietet, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das verschweißt ist. Das sieht man so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden gleich dann nochmal einen richtig schönen Test machen und schauen, ob es was aushält. Hier hinten ist so eine Hammer-Applikation eingebaut. Da ist auch da so ein Stahlteil mit dabei, das eingebaut ist von oben nach unten. Ich würde sagen, ich habe genug gesprochen. Scharf ist ja auch. Wir arbeiten. Also gut, bevor ich jetzt hacke, möchte ich einmal schauen, weil das Teil ist nämlich relativ scharf, so gefühlt ab Werk. Und ja, also ich möchte hinzufügen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Man kann die schön packen, das ist gut, das ist wirklich gut, das ist nett gemacht. Also locken machen. Das geht einmal ganz gut. Dann wollen wir jetzt hier mal kleinere, feinere Arbeiten machen. Dringt gut ins Holz ein. Ja, das passt einmal. Ist gut. Das ist ein Stück Esche übrigens hier. Also ich finde, dass das schön abarbeitet. Das ist einmal, ja, auf jeden Fall Daumen nach oben. Ich mache das jetzt einfach nur zum Spaß. Ich meine, mir ist klar, dass das funktionieren wird. Ganz klar. Aber das wollte ich jetzt einfach einmal tun. Gut, ich meine, es ist natürlich ein Hohn, jetzt solche Teile spalten zu wollen. Aber eigentlich sehe ich das, zumindest ich jetzt mal so, als Campingbeilchen an. Ja, um zum Beispiel solche kleinen Hölzer zu machen. Gut, jetzt könnte man sagen, das kann man mit einem Messer auch machen. Da kann man batonieren. Das sehe ich absolut so. Das ist überhaupt kein Thema. Aber manche bevorzugen ganz einfach das Arbeiten mit einem Äxtchen. Also mit einem Beil. Und so. Ist gar nicht so leicht zu treffen, das kleine Ding hier. Noch einmal. Und du siehst halt, dringt relativ tief ein, bis dann irgendwann einmal eine Spaltwirkung entsteht, bis man da beim Stiel angekommen ist. Dauert es und dann geht es auseinander. Ist klar, ist jetzt kein Spaltkeil. Das ist ganz klar. Auch
das geht einmal ganz gut. Da gibt es überhaupt nichts zum Sempern oder zum Sudern. Also das passt einmal. Sie liegt gut in der Hand, aber ich habe irgendwie so, ich habe noch nie damit gearbeitet. Ja. Sie hat mich einfach nur insgesamt interessiert. Es ist für mich gewöhnungsbedürftig, dass der Griff so unten, also diese Ausnehmung hat. Ja. Das kann man gut oder schlecht finden. Für mich ist es ganz einfach gewöhnungsbedürftig, weil ich das nicht kenne. Ja. Weil ich das wirklich nicht kenne. Also das ist schon in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts. Und das macht halt beim Hacken für mich einen kleinen Unterschied. Aber ja, sicher auch Gewöhnungssache. Auf jeden Fall, ich möchte immer ganz weit hinten nehmen, aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja? Hier verjüngt sich der Griff, wird dann nachher wieder etwas dicker. Und hier an der Stelle kann man es wirklich sehr schön halten. Das ist einmal ganz gut gemacht. So, dann werden wir mal ein bisschen Stabilität austesten. Stabilität. So. Da kann ich den Hackstock nicht bewegen. Also, das passt einmal ganz gut. Soll jetzt kein abschließender Test sein. Aber auch wenn es so ein Fox ist, was ja manche sagen, das ist ein Klumpert. Und es gibt wirklich auch klumperte, also schlechte Fox-Messer. Das kann ich gleich einmal dazu sagen. Das empfinde ich auch so. Aber nicht alles von Fox ist schlecht. Und wie gesagt, dieses Ding, das hat mich irgendwie angesprochen. Und bis jetzt ist das einmal in Ordnung. Ja, finde ich wirklich, ja, finde ich okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es ein Bug oder ein Feature ist. Und zwar hier dieser untere Teil hier, ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht weiß das irgendjemand, wie dieser Teil eines Beils oder einer Axt heißt. Aber der ist nicht abgerundet. Das heißt, ich mutmaße, dass man ein bisschen Feuerstahl bedienen kann. Ja! So. Das ist der XEL Feuerstahl Rolling, den es natürlich billig Eigenwerbung bei mir im Shop gibt. Übrigens das Beil auch. Also das ist auch einmal multifunktional. Das funktioniert. Na gut, dann wollen wir mal ein bisschen quer zur Faser arbeiten. Also natürlich, das ist jetzt nicht wie, ich habe einen Brennnessel jetzt gegriffen, sehr schön, aber das soll ja gesund sein, da wächst alles raus hier. Also Zug, so richtig vollen Zug hat sie jetzt nicht, ja, weil sie einfach doch sehr, sehr leicht ist, daher Campingbeil, ja. Aber das merkt man halt, aber das kann man nicht erwarten, ja, das ist ganz klar. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, das hat nicht so viel Zug, aber es ist sehr leicht und wie gesagt, also alles hat so sein Anwendungsgebiet und da merke ich halt, also das ist sicher möglich, ja, merke ich auch, ja, ich muss da so kreuzweise arbeiten, Biber-Technik sozusagen, ja, aber das ist halt, jo, weißt du, wie man in Österreich sagt, nicht so, wie gesagt, funktioniert, aber sehr kraftaufwendig, da muss man mit Technik arbeiten, weil wirklich ein Zug, ja, den hat sie nicht. Also jetzt so ganz kurz nur so als Idee, meiner Meinung nach von Leichtigkeit und auch vom Zug her, als nette Camping-Axt mit dabei zu haben, zu einem kleineren Messer, das halt nicht für Betoning oder so gedacht ist, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber gefällt mir. Aber es kommt noch ein Test und zwar ein Härtetest. Ich selbst bin ja kein Axtwerfer. Aber bei dem könnte man das vielleicht sogar noch mit einbauen. Und daher probiere ich das jetzt mal. Messer werfen tue ich überhaupt nicht, aber Axt, das könnte ja mal funktionieren. Können wir mal probieren? Ich weiß es nicht, ja. Ja. Ja, das ist super. Das hat ja richtig gut funktioniert. Das war Zufall. Ja. Die Blöden haben das Glück. Okay. Und da kann ich sagen, also du hast das jetzt natürlich nicht gesehen, aber glaub mir, das dringt richtig schön tief ein, liegt aber wahrscheinlich auch an dem Querschnitt und allem drum und dran vom Axtkopf.
Ernsthaft, ist kein Theater. Ich kann nicht Axt werfen. Mit der geht das aus irgendeinem Grund extrem gut. Voll super. Ah, der ist jetzt stecken geblieben. Weil ich dazu sagen muss, geht mir eigentlich gar nicht darum, wegen mir oder so und gut oder schlecht werfen, sondern wird sie kaputt. Und da rührt sich überhaupt nichts. Rührt sich überhaupt nichts. Einmal noch. Das möchte ich da jetzt zeigen. Das ist cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich würde sagen, lassen wir es gut sein. Also erster Test bestanden. Ja, wie gesagt, erster Test bestanden. Stabilität auch in Ordnung. Und man kann auch gut werfen und ich treffe. Oder treffen. Es bleibt stecken, ja, super. Alles Zufall, wie gesagt, ich bin kein Axtwerfer, käme da überhaupt nicht aus auch damit. Ne? Aber die ist gar nicht einmal so schlecht. Ich werde sie in einen Langzeittest nehmen. Bin fürs Erste positiv überrascht, auch von der Schärfe. Das ist ein gutes Teil. Jetzt bist du dran. Kennst du das Teil? Ist das ein Nussholz oder ist es keines? Ich meine, eigentlich ist es arg, muss ich schon zugeben. Ich habe das Ding bei mir im Shop und weiß nicht einmal, ob es Nussholz ist oder nicht, aber vielleicht weißt du es. Wenn dir das Ding interessiert, billige Eigenwerbung, kriegst du natürlich den Link in meinen Shop, schau dir das ganz einfach an. Aber schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Teil hier hältst, ob du das selber im Einsatz hast, wo das Einsatzgebiet deiner Meinung nach ist. Ja, wofür du es einsetzt, das wäre irrsinnig cool, wenn wir das teilen könnten. Ich weiß, dass es viele Kommentarleser gibt, die sich da inspirieren lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da. Da geht es direkt zu mir in den Shop, zu diesem exzellenten italienischen Made in China Wurfbeil Axtal, mit dem der Reini mal was trifft. Danke, dass du dabei warst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten unten. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.